In diesem Video zeige ich, wie man die Nutzwertanalyse in der Konstruktion einsetzen kann. Wir gehen aus von einem einfachen Beispiel. Wir haben eine Maschine und für diese Maschine wird jetzt eine Teilfunktion benötigt und die besteht darin, dass ein Stift von der einen Position in die andere Position verfahren werden soll. Das heißt, es ist noch nicht beschrieben, wie das gelöst werden soll, und in der Konstruktion kann man sich jetzt Gedanken darüber machen, wie man das machen will und mehrere Lösungen erarbeiten. Man kann jetzt eine Lösung erarbeiten und sich dann auf diese Lösung festlegen. Das hat allerdings den Nachteil, dass man vielleicht gute mögliche Lösungen übersieht und dann sehr schnell irgendwie an eine Stelle kommt, an der es nicht weitergeht mit der Konstruktion, und deswegen ist es immer gut, sich mehrere Varianten zu überlegen und aus diesen dann auszuwählen und diese Auswahl aber auch dann entsprechend zu begründen. Und das ist der Punkt, an dem die Nutzwertanalyse dann zum Tragen kommt. Und wie das geht, das zeige ich jetzt gleich mal. Wir haben jetzt also für diese Funktion hier mehrere Varianten für Lösungen erarbeitet. Die erste Variante besteht darin, dass man den Stift auf einen Schlitten setzt. Das kann zum Beispiel eine Gleitführung sein von IGUS oder von irgendeinem anderen Anbieter. Und in der nächsten Darstellung sieht man das jetzt mal in der Draufsicht. Wir haben hier oben einen Motor mit so einem kleinen Hebelarm und der Schlitten, das ist der hier unten, der Kreis hier, das ist der Stift. Der Schlitten wird jetzt von diesem kleinen Hebelarm immer nach links und nach rechts verschoben. Es gibt hier an den Seiten so Führungen, die können auch darunter sitzen. Und an den Enden gibt es Endanschläge, damit der Schlitten dann auch in seiner Position bleibt. Das ist Lösungsvariante A oder Lösungsvariante 1. Variante 2, das ist jetzt von vorne gesehen, der Stift sitzt wieder auf einem Schlitten und es gibt jetzt hier eine Spindel, einen Spindelantrieb, und das kleine Ding hier in der Ecke, das soll vielleicht ein Schrittmotor sein, der das Ganze in Position bringt. Das hätte den Vorteil, dass man keine Endanschläge braucht, denn man kann ja beim Schrittmotor genau die Position bestimmen, die er anfahren soll. Und das ist eigentlich ein sehr schöner und einfacher Aufbau. Und das ist dann die Lösungsvariante 2. Variante 3 zeigt einen seitlich angebrachten Pneumatikzylinder, der diesen Schlitten dann in die linke und rechte Position schieben kann. Ob man jetzt dafür Endanschläge braucht, das müsste man nochmal sehen. Also es gibt ja auch die Pneumatikzylinder mit entsprechenden Endanschlägen, das kann man alles direkt einstellen. Der Pneumatikzylinder hat natürlich dann zur Folge, dass man auch eine Druckluftversorgung braucht, und das macht die Sache dann wieder etwas komplizierter und etwas umfangreicher. Und außerdem ist es vom Betriebsgeräusch her auch etwas lauter als die anderen. Jetzt steht man natürlich vor der Frage, wofür soll man sich denn entscheiden? Und das hängt natürlich ganz klar davon ab, welche Kriterien jetzt angesetzt werden sollen, um die Qualität einer bestimmten Lösung auch beurteilen zu können. Und diese Kriterien müssen festgelegt werden in so einem Projekt. Ich habe jetzt hier mal welche vorbereitet, und zwar möchte ich gerne diese Kriterien bewerten. Ich möchte gerne eine geringe Ausfallwahrscheinlichkeit haben, das ist natürlich was ganz Elementares. Ich möchte eine einfache Energieversorgung haben, also ich will keinen komplizierten Aufbau. Das heißt also, ein elektrischer Antrieb ist mir eigentlich immer lieber als ein pneumatischer Antrieb. Ich möchte einen geringen Wartungsaufwand, beziehungsweise also wenn ich warten muss, dann soll das auch möglichst einfach sein. Ein geringes Betriebsgeräusch, hatte ich schon mal anklingen lassen jetzt mit dem Pneumatikzylinder, dass es da nicht gegeben ist. Und eine geringe Bauteilanzahl. Über diese Kriterien kann man jetzt auch wieder herrlich diskutieren. Denn ich sag mal, eine geringe Bauteilanzahl ist nicht unbedingt was Positives, denn ich kann jetzt einen Bauteil haben mit wenig Teilen, aber dafür sind die dann unglaublich kompliziert, weil die sehr viele Funktionen alle gleichzeitig erfüllen. Und ich kann aber auch eine Lösung haben mit vielen einfachen Bauteilen. Und ich habe das jetzt aber einfach mal so festgelegt. Wie gesagt, das muss man für jeden Einzelfall dann nochmal definieren. Wichtig ist auch, dass man ganz klar definiert, was man dann erreichen will. Ich könnte jetzt auch hier einfach nur schreiben Ausfallwahrscheinlichkeit, Energieversorgung, Wartungsaufwand, Betriebsgeräusch und Bauteilanzahl. So, dann fällt mir das jetzt aber gleich in der Bewertung dann ungleich schwerer, da jetzt
immer zu erkennen, was ist denn da jetzt positiv und was ist negativ. Und deswegen habe ich hier dieses gering und einfach und bei den anderen immer gering davor gesetzt, damit klar ist, was da jetzt angestrebt werden soll. Damit kommen wir jetzt zur Tabelle. Die Tabelle für die Nutzwertanalyse habe ich ja einmal vorbereitet. Ich habe hier oben die Piktogramme eingefügt für die jeweiligen Lösungen. Das ist eigentlich sehr komfortabel, damit man die Lösungen auch immer gleich im Blick hat. Also man kann jetzt hier natürlich auch einfach nur hinschreiben, Lösung 1, Lösung 2, Lösung 3. Das ist dann aber sehr abstrakt und ich sag mal, spätestens wenn man 5 oder 6 verschiedene Lösungen hat, dann kommt man auch irgendwann durcheinander. Vor allen Dingen, wenn sich diese dann auch noch ähneln. Und deswegen ist es eigentlich sehr schön, wenn man hier so Bilder hat, die einem das nochmal verdeutlichen, was da jetzt eigentlich der Charakter der Lösung ist. Ganz wichtig ist auch, dass die Reife der Entwürfe, also wenn wir das jetzt mal Entwurf oder Entwurfsskizze nennen, dass das auf vergleichbarem Niveau ist. Denn wenn ich jetzt etwas hier reinbringe, was nur zum Beispiel eine prinzipielle Lösung darstellt, aber noch keine konkrete Lösungsgestalt hat, dann kann ich das nicht wirklich miteinander vergleichen. Denn wenn ich so eine prinzipielle Lösung dann weiterentwickle in eine konkrete Lösung, dann werde ich irgendwann tatsächlich erkennen, dass da vielleicht dann doch noch mehr Teile drin sind, dass da noch mehr Probleme gelöst werden müssen. Und deswegen hätte das dann hier keine Aussagekraft. Das heißt also, diese Lösungsvarianten müssen sich alle hinsichtlich des Detailgrades auf einem vergleichbaren Niveau befinden. Und es dürfen auch keine Unsicherheiten in der Umsetzung da drin sein. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwas technologisch völlig Neuartiges habe, dann habe ich ein großes Risiko, dass ich diese Funktion nicht wie geplant entwickeln kann. Und das würde dann so eine Lösung dann auch gleich wieder abschießen. Ich könnte natürlich aber auch die Neuartigkeit und den Entwicklungsaufwand als Bewertungskriterium mit einfließen lassen. Und dann wäre ich damit wieder auf der, vielleicht nicht ganz sicheren, aber auf jeden Fall auf der besseren Seite bei der Bewertung dieser Varianten. Ich habe die Kriterien, die ich jetzt ausgewählt habe, habe ich jetzt hier einmal eingetragen. Die sind jetzt alle hier aufgeführt. Und es gibt jetzt hier noch einen ja, sogenannten Wert oder die sogenannte Gewichtung. Denn die sind ja nicht alle gleich wichtig. Wenn ich jetzt zum Beispiel ein geringes Betriebsgeräusch habe und ich vergleiche das mit der geringen Ausfallwahrscheinlichkeit, also was ist mir da wichtiger? Da ist mir natürlich die Ausfallwahrscheinlichkeit wichtiger, denn wenn die Maschine nicht funktioniert, dann ist auch egal, wie laut sie ist. Und von daher muss ich festlegen, was hierbei wie wichtig ist. Das kann ich jetzt machen, indem ich jetzt hier zum Beispiel händisch die Prozentwerte verteile. Ich habe hier unten zur Kontrolle einmal die Summe aufgeführt. Das heißt also, 110% ist natürlich doof. Dann muss ich hier bei dem einen was wegnehmen, aber das ist nun genau der, den ich höher bewerten will. Also mache ich hier 30 und dann mache ich hier 10. Habe ich am Ende wieder 100. Das ist jetzt aber so ein bisschen schwerfällig in der Festlegung. Das ist viel mit Bauchgefühl und ich sage mal, wenn man das jetzt mit mehreren Personen diskutiert, dann kann das auch länger dauern, bis man sich da festgelegt hat und da kommen viele verschiedene Ideen, was da jetzt wichtig ist und was nicht. Und es gibt aber ein ganz tolles Hilfsmittel, eine ganz tolle Methode, wie man das lösen kann, und zwar mit dem sogenannten paarweisen Vergleich. Beim paarweisen Vergleich stellt man immer ein Kriterium einem anderen gegenüber und entscheidet sich, welches von den beiden ist jetzt wichtiger oder sind die gleich wichtig. Und das macht man im Prinzip in allen Varianten. Und daraus kann man am Ende eine Rangfolge ablesen oder eine Rangfolge berechnen. Und dafür habe ich hier ein Tool. Das gibt es auf der Webseite pictures.com. Und da können wir jetzt einmal die Kriterien eingeben und entsprechend paarweise vergleichen. Also wir haben gesagt, uns ist wichtig eine geringe Ausfallwahrscheinlichkeit. Dann hatten wir gesagt, jetzt muss ich nochmal spicken bei mir, einfache Energieversorgung. Nicht geringer, sondern geringer Wartungsaufwand.
geringes Betriebsgeräusch. Und geringe Bauteilanzahl. So, jetzt gehe ich hier auf Vergleichen und dann bekomme ich hier unten jetzt so eine Liste mit so einem Schieberegler und ich kann jetzt jeweils den Schieberegler in die Richtung des jeweils wichtigeren Elements schieben. Was bedeutet das konkret? So, das heißt also, eine geringe Ausfallwahrscheinlichkeit ist mir wichtiger als eine einfache Energieversorgung. Ich bekomme jetzt im ersten Moment auch schon, sobald ich hier die Schieberegler setze, eine erste Auswahl oder eine erste Auswertung der Rangliste und der Anteile. Aber ich bin ja noch längst nicht fertig. So, die geringe Ausfallwahrscheinlichkeit ist mir auch wichtiger als der geringe Wartungsaufwand und auch wichtiger als das Betriebsgeräusch. Und sie ist mir auch wichtiger als die geringe Bauteilanzahl. Eine einfache Energieversorgung im Vergleich zum geringen Wartungsaufwand. Ja, da möchte ich auch die einfache Energieversorgung haben und ich möchte auch eher eine einfache Energieversorgung als ein geringes Betriebsgeräusch. Das ist mir auch wichtiger. Das ist mir wichtiger. Und da ist mir der Wartungsaufwand wichtiger und das Betriebsgeräusch ist mir wichtiger als die geringe Bauteilanzahl. So, das sieht jetzt auf den ersten Blick relativ einseitig aus, aber wir gucken mal in die Rangfolge, die sich jetzt daraus ergeben hat. Und zwar sehen wir, dass uns das wichtigste Kriterium für uns ist die geringe Ausfallwahrscheinlichkeit. Also rein intuitiv würde ich das auch sofort bestätigen. Dann kommt gleich die einfache Energieversorgung, dann der geringe Wartungsaufwand und ein bisschen weniger wichtig sind das geringe Betriebsgeräusch und ziemlich irrelevant sind ist die Bauteilanzahl. Das ist eigentlich ziemlich witzig, denn es gibt häufig so Kriterien, die dann bei solchen Workshops in den Raum geworfen werden, wonach man bewerten will. Und man stellt dann am Ende aber fest, dass da ganz viele Kriterien eigentlich ziemlich unwichtig sind. So, wir können das jetzt einmal eintragen in unsere Excel-Liste für die Nutzwertanalyse. Und jetzt muss ich mal gucken, ob die Reihenfolge genau mit dem übereinstimmt. Ich habe Ausfall, Energie, Wartung, Betriebsgeräusch, Bauteil. Ausfall, Energie, Wartung, Betriebsgeräusch. Genau. Also, ich möchte hier 33% haben. Hier hatten wir gesagt, sind es 26, 20, 13 und 6,7. Jetzt habe ich hier so eine kleine Ungenauigkeit drin. Ich habe hier 99%. Das liegt sicherlich an den Nachkommastellen 33,33, 26,67. Genau. Also, jetzt habe ich alle Wertungen vergeben. So, und das Ergebnis einer einzelnen Variante wird jetzt immer berechnet aus der Anzahl der Punkte, die ich dieser Variante gebe, mal dem Gewicht des jeweiligen Kriteriums. Und ich muss mich dafür am Anfang einmal festlegen, wie viele Punkte ich vergeben will. Es gibt dabei auch sogenannte K.O.-Kriterien, das heißt also, wenn ich jetzt eine ganz wesentliche Funktion habe oder ein ganz wesentliches Kriterium und die Lösungsvariante, die ich jetzt hier bewerte, erfüllt das eigentlich nicht, dann kann das auch dazu führen, dass diese Lösungsvariante aber in allen anderen Punkten sehr gut abschneidet, aber trotzdem rausfliegt, weil sie genau dieses eine Feature im Prinzip überhaupt nicht bedient und das ist dann ein sogenanntes K.O.-Kriterium. Das haben wir hier aber jetzt nicht, das heißt, die liegen eigentlich alle ganz, die sind eigentlich alle ganz gut dabei und sehen so aus, als wenn sie alle geforderten Funktionen und Anforderungen erfüllen können. Und ich habe mich jetzt hier mal auf eine Punkteskala von 0 bis 4 festgelegt. Und wichtig ist dabei auch, also ich muss jetzt nicht absolut bewerten, sondern ich muss nur vergleichend bewerten. Das heißt also, ich muss nur gucken, wie gut ist jetzt die eine Variante im Vergleich zur anderen Variante. Und dann kann ich meine Punkte da so ein bisschen justieren. Dem einen kann ich 4 geben, dem anderen 3. Und wenn dann jetzt noch was schlechter ist, dann mache ich da halt 1 oder 2. Und das können wir gleich mal machen. Wir fangen mal an mit der geringen Ausfallwahrscheinlichkeit. Da würden jetzt meiner Einschätzung nach alle gleich aufliegen. Kommen 3, 3 und nochmal 3 Punkte. Ich habe hier unten übrigens so eine bedingte Formatierung eingefügt, das heißt also der Wert, der am besten abschneidet, wird grün und der schlechteste wird rot und deswegen kann man das da eigentlich ganz gut erkennen,
welche Variante jetzt da dann vorne liegt. So, dann machen wir weiter mit der einfachen Energieversorgung. Da haben wir hier im Prinzip einfach nur einen Stromanschluss und den haben wir hier genauso. Und das ist einfach, das kann man nicht einfacher haben. Und bei der Pneumatik, das ist dann schon wesentlich komplizierter. Und deswegen kriegt diese Lösung in diesem Kriterium nur 2 Punkte. Den Wartungsaufwand, den sehe ich im Prinzip auch als relativ gut an bei dieser Lösung. Vergleichbar auch zu der, vielleicht muss man da mal einen Tropfen Öl drauf machen. Hier würde ich sagen, kann das schon ein bisschen umständlicher werden, wenn man da so eine Luftversorgung hat. Da muss man auch mal einen Filter reinigen. Deswegen bekommt diese hier weniger Punkte. Das Betriebsgeräusch schätze ich bei der ersten Lösung als am besten ein. Und bei der zweiten Lösung, so eine Spindel, die kann auch mal ein bisschen Geräusche machen. Die kriegt ein bisschen schlechtere Bewertung. Und der Pneumatikzylinder, also lauter geht es fast nicht mehr. Deswegen kriegt er da nur einen Punkt. Und bei der geringen Bauteilanzahl ist es im Prinzip genau andersrum. Also diese Lösung hier ist vergleichsweise kompliziert, kriegt da eher eine schlechte Bewertung. Die zweite Lösung ist ein bisschen besser und am einfachsten ist aber da aus meiner Sicht die Lösung mit dem Pneumatikzylinder. Deswegen bekommt ihr da 3 Punkte. So, und jetzt kann man im Prinzip sehen, wir haben hier die Ergebnisse. Die Lösung 1 hat die meisten Punkte erhalten, beziehungsweise sie hat gleich viele Punkte erhalten wie jetzt die Lösung 2. Aber aufgrund der Gewichtung schneidet die Lösung 1 jetzt besser ab. Und man muss allerdings sagen, der Unterschied von 3,25 zu 3,19, das ist jetzt nicht so groß. Das heißt, hier müsste man jetzt wahrscheinlich mal gucken, dass man vielleicht beide Varianten weiterverfolgen möchte. Denn also der Unterschied sollte schon eher so sein, wie sich das jetzt hier zur Variante 3 abzeichnet. Das heißt also, wenn ich hier in der einen Variante 3 Punkte habe und die andere Variante hat 2 Punkte im Gesamtergebnis, dann ist das ein klares Ergebnis. Aber so ist das sehr gering und man kann jetzt hier nicht so genau sagen, welche Variante die bessere ist. Das heißt also, man würde jetzt in weiteren Schritten diese beiden Varianten weiter ausarbeiten oder aber man findet noch weitere Kriterien, nach denen man das bewerten möchte und würde das dann nochmal durchführen, sodass man zu einem klaren Ergebnis kommt. Also auf jeden Fall ist aber gut, dass man jetzt diese Entscheidungsfindung, die man jetzt hier vorgenommen hat, die kann man erstmal sauber dokumentieren. Das heißt also, es gibt ein Dokument im Konstruktionsprozess, wo man das dann ablegt und sagt, an dieser Stelle haben wir uns dafür entschieden. Kann man auch nochmal ein Protokoll zu machen oder so. Und falls man dann später an einen Punkt kommt, der zeigt, dass die Lösung vielleicht doch nicht so gut war und man eine andere Lösung braucht, dann kann man nämlich wieder zurückspringen auf diesen Schritt und guckt, was war denn eigentlich jetzt die nächst bessere Lösung? Nicht die nächstbeste, sondern die nächstbessere. Und das ist total wertvoll, weil man dann diese Arbeit, die man einmal investiert hat, um diese Varianten zu bewerten, die kann man in dem Moment ganz schnell wieder aktivieren und davon profitieren, dass man sich schon einmal Gedanken darüber gemacht hat. Und dann kommt der ganze Prozess nicht zum Stocken, weil man an einer Stelle vielleicht in eine Sackgasse gelaufen ist. Ich hoffe, damit habe ich eine nützliche Einführung gegeben in die Anwendung der Nutzwertanalyse in der Konstruktion. Und ich freue mich über Kommentare und Anregungen zu diesem Video.